Mein Name ist Klaus Rottländer. Ich bin Geschäftsführer der Klaus Rottländer GmbH. Trespa kennen wir schon im Grunde genommen sehr lange, aber die Verarbeitung von Trespa hat sich in den letzten Jahren in unserem Betrieb sehr verstärkt. Wir haben dem Kunden mehrere Produkte zur Auswahl gestellt, unter anderem auch Trespa. Und was wir besonders an diesem Produkt schätzen, ist die Haltbarkeit der Farbe, dass man nach vielen, vielen Jahren immer noch einen fast identischen Ton hat wie am ersten Tag. Dem Bauherr ging es in erster Linie darum, die Fassade langfristig schön zu gestalten. Jetzt gerade auch in so einem Einfamilienhaus mit vielen Ecken und kleinteiligen Flächen bietet sich Pura besonders gut an und deshalb wurde das auch hier in diesem Fall verwendet. Dieses Haus war vorher komplett mit einer Holzverschalung verkleidet. Die Trespa-Paneele kommt einer Holzoptik sehr, sehr nahe und vorgehende Holzfassade war am Anfang auch schön, zeigte sich nur nach wenigen Jahren schon der Bedarf der Überarbeitung und davon wollte der Bauer ganz weg. Er wollte eine Fassade haben, mit der er langfristig leben kann, ohne große Nacharbeiten vornehmen zu können. Trespa Pura Panel ist allein durch seine Abmessungen sehr gut zu handeln und die Verlegbarkeit halte ich für sehr gut. Und auch gerade in beengten Räumen, wie wir das hier in diesem Haus haben, mit Gerüsten und dergleichen für eigentlich eine ideale Fassadenverkleidung. Immer mehr Kunden interessieren sich für Ökologie und was mit ihren Produkten, die sie verarbeiten, langfristig passiert und wie umweltverträglich sie sind. Deshalb war auch hier in diesem Fall die Nachhaltigkeit des Produkts einer von vielen Entscheidungsfaktoren. Das Ergebnis hat die Bewohner so sehr begeistert, dass sie die Rückseite des Hauses unmittelbar an die Front angeschlossen haben, was ursprünglich gar nicht geplant war.